Das hier ist das Rennen zwischen zwei wagemutigen, vollkommen durchgeknallten, verrückten Jungs, ist jetzt gleich hier mit Fallschirm Basejump machen, wer zuerst auf dem Boden ist, und einer von beiden wird mit Sicherheit sterben, da bin ich mir jetzt schon so sicher. Daumen hoch, wenn euch die Aktion gefällt, und schreibt natürlich auch in die Kommentare, was ihr glaubt, wer gewinnt. Und das bitte ohne zu spoilern. Also 3 Sekunden zu schreiben. 3, 2, 1. Ja! Ja! Nein! Oh, ich war zu langsam. Oh Gott. Er läuft gar nicht. Springen. Springen. Oh. Oh. Elli. Hallo und sehr herzlich willkommen zu einem weiteren Teil GTA Online. Und natürlich wieder mit unserem Den Allein Challenge Time. Yay. Hallo. Steigen Sie ein in den Helikopter. Ja, so ist es. Was machst du da? Es geht direkt weiter mit der nächsten Challenge, Monsieur Kev. So ist es. Wir hatten eigentlich vorgehabt, eine andere Challenge zu machen, und zwar uns 2 Helis zu holen und dann ohne Waffen Heli gegen Heli. Aber hier ist nur 1 Heli gespawnt, deswegen machen wir einfach eine andere Challenge. Und Dena, was wird das für eine Challenge sein? Wir suchen uns jetzt erstmal ein schönes, hohes Gebäude in der Stadt hier, wo es so schön glitzert, alles bei Nacht. Dann schnappen wir uns einen Fallschirm. Und dann, mein lieber Kev, springen wir runter, und wer zuerst den Boden berührt, hat gewonnen, aber... Alter, flieg! Aber man darf nicht sterben dabei. So ist es. Das heißt, wer zuerst den Boden berührt, gewinnt, aber das heißt, man darf nicht sterben. Schaden ist okay. Das heißt, man muss den Fallschirm so spät wie möglich öffnen. Wenn man nämlich Angst hat und den schon davor öffnet, landet man ja dementsprechend später. Richtig. Und ich bin mal gespannt, wer die besseren Nerven hat, im richtigen Moment zu drücken und nichts zu Warte, ist es schon ein... Da, das ist ein Fallschirm. Hier ist ein Fallschirm, okay. Sehen, aber eigentlich ist das ja das höchste Gebäude. Ja, aber wir haben ja, dann ist ja nur ein Fallschirm. Wir brauchen jetzt 2. Nee, die Fallschirme bleiben immer da. Ach so. Die bleiben immer da. So, hier kann man auch schön den Heli abstellen. Hier Fallschirm. Ist auch ein Fallschirm. Ja. Warte, ganz... Ah, ich glaube, ich kann nicht auszusteigen. Boah, wie die Lichter da hinten so schön leuchten, ne? Los, lande, was machst du da? Warte, ganz... Ganz ruhig hier, ganz chillig landen wir hier erstmal. Und langsam runter und aussteigen. Wo ist der Fallschirm? Hier hinterm Heli. Hinterm Heli hier bei der Treppe runter. Da vorne muss, okay, alles klar, nice. Das heißt, ich würde auch sagen, wir springen hier direkt von der Kante aus ab. Eigentlich auch nebeneinander, ist eigentlich cooler, ne? Ja, hier, ich hab den Fallschirm. Ja. Ich würde sagen, warte, ich mache das im Schleichmodus. Wir stellen uns hier auf diese... Wollen wir uns Richtung Winewood, wollen wir Richtung Winewood-Zeichen abspringen, oder wollen wir... Oh, ist das tief. Oder wollen wir Richtung Flughafen abspringen? Bei Flughafen sind auch irgendwie coolere Lichter, finde ich. Ja, lass da in die Richtung gehen. Okay. Aber wir müssten, wie gesagt, 2 Spitzen nehmen. Oh, hier sieht's geil aus, genau. Nimm du die Spitze, ich die Spitze. Okay, aber wir springen von den Spitzen ab, nicht von diesen Kranauslegern, ne? Weil nein, da passt nein, nur einer drauf. Hochklettern, genau. Nee, weil das muss ja fair sein. Weil du musst jetzt mal hochklettern. Ich hab Angst. Oh Gott. Nein! Mich verkackeiern! Das wollte ich gar nicht! Überlebe! Überlebt? Ja, klar. Soll ich dich wieder mit dem Heli abholen? Ja, bitte. Das Ding ist, ich glaube, man kann nicht auf die Spitze gehen. Okay. Wir starten einfach nebeneinander, Kev, und müssen einfach sofort zur Kante laufen. Das ist ja, man wird ja nicht extra langsam machen, sondern man wird ja schneller machen, weißt du? Ja, so ist es, genau. Deswegen, also hol mich einfach nochmal ab, ich brauche nochmal den Fallschirm. Ja. Ich bin genau in der Mitte der Kreuzung, wenn es leichter ist. Wir können ja auch ganz oben beim Heli direkt starten, weißt du? Da muss man komplett... Ja, stimmt, von da aus. Und dann muss man erst die Treppe holen. Ja, musst du erst die Treppe runterlaufen. Nein, Fallschirm Alter, haben wir ist schon. Das hoch? Ich kann gar nicht so hoch gucken, wie du bist. Ich komme direkt runter. Oh. Dauert richtig so weit runter zu fliegen, Kev. Alter, aber das ging übelst hurtig, ne? Übelst hurtig. Ja, du hast jetzt, Kev hat jetzt schon gleich einen Vorteil, hältst du die bisschen Erfahrung, wann man zünden muss. Nein, ich hab den übelst früh gezündet, damit ich bin ja richtig lang geflogen noch. So. Da seh ich den Heli. Du bist direkt unter mir, ne? So runter, nicht ganz. Du bist da vorne. Ah, da bist du. Steigen Sie ein, Michel. Rainer! Ja, du bist abgeflogen. Warte! Okay, haut rein, Dirk! So. Dann steigen wir wieder hinauf zum höchsten Gebäude hier. Ich glaube, ich habe wieder einen Fallschirm, weil ich im Heli drin bin. Du hast einen Fallschirm? Da steht zumindest, wenn ich das meine Waffe wechsle, zumindest dieses Fallschirmsymbol da. Du kannst es ja nochmal einsammeln zur Sicherheit. Sonst gewinne ich auf jeden Fall. Ach nee, dann bin ich ja tot. Richtig.
Hey, das ist Deutsche Bank. Dann bist du tot. So. Okay. Dann landen wir hier mal. Und eure Aufgabe ist natürlich, bei uns in die beiden Videos in die Kommentare zu schreiben, was wir noch für Challenges machen sollen. Genau. So, ich bin schon abgestiegen, kannst du mal landen in Ruhe. Alles klar, bin auch raus. Schon auch nochmal den Fallschirm zur Sicherheit. Nicht, dass der jetzt weg war. Wo ist denn der hier? Der klettert ganz eigenartig. Ja, und nicht runterspringen. Nee. Okay. Also, ich komme wieder dann hoch. Oh Gott, wie viel Gesundheit hast du, Kev? Voll. Okay, ich hab nur so zur Hälfte, aber ist egal. Pech, YOLO-Modus. YOLO! Habe ich dann so. Auch einen leichten Nachteil, aber wir starten kommt hier und springen hier einfach, laufen einfach in die Richtung, ne? Wollten wir ja. Okay, was? Ja. Also so müssen nebeneinander stehen, damit der Heli nicht blockiert, so. Aber dann springt man, wenn wir hier so runterspringen, dann, dann landen wir aber erster, ne? Ja, wir wollten noch in die Richtung springen, wo gehst du denn hin? Achso, in welche Richtung wollen wir springen? Da, wo ich hingucke. Wolltest dahin, okay. Ja, du musst schon neben mich stimmt, da gleich loslaufen, auf gleicher Höhe. Okay. Auf gleicher Höhe. Du musst ja nicht nehmen. okay, aber ich stelle mich schon mal an die Kante, ne? Ja, ja. Weil es ist gar nicht so schwer, sich so hinzustellen hier. Okay, läuft. Okay, Kev. Ich würde sagen, ja. Soll ich noch ein. Nee, machen wir ohne spontan, es ist egal, wo man aufkommt. Okay. Drei! Warte, liebe Jungs. Go. Das hier ist das Rennen zwischen zwei wagemutigen, vollkommen durchgeknallten, verrückten Jungs. Jetzt gleich hier mit Fallschirm Basejump machen, wer zuerst auf dem Boden ist und einer von beiden wird mit Sicherheit sterben, da bin ich mir jetzt schon so sicher. Auf jeden Fall, denn soweit ich sehe, dass du noch keinen Fallschirm auf was, werde ich den auch nicht öffnen. Also, Kev. Okay, Dena, drei. Das war übrigens ein Zuschauervorschlag, den wir noch ein bisschen abgewandelt haben. Also, danke dafür. Damit haben wir das schon mal benutzt. Du musst es immer schön reinschreiben. So, vielen Dank. Daumen hoch, wenn euch die Aktion gefällt. Und schreibt natürlich auch in die Kommentare, was ihr glaubt, wer gewinnt. Und das bitte ohne zu spoilern. Also, 3 Sekunden zu schreiben. 3, 2, 1. Ja! Nein! Oh, ich war zu langsam. Oh Gott. Er läuft gar nicht. Springen. No. Oh. Er liegt. Ah. Fallschirm. Oh Gott, das war viel zu früh. Nein, hängt geblieben. Oh, Kev ist tot. Oh, ich bin auch tot. Nein. Ich bin irgendwo. Ich hab mein Fallschirm geöffnet, aber ich bin gegen Bäume geknallt. Kev, ich bin auch gestorben. Warte mal hier. Ich muss aber kurz sagen, ich bin gestorben, weil ich irgendwo bei einer Laterne hängen geblieben bin oder ja, so. Ja. Wirklich? Ja, ich bin ja auch am Baum hängen geblieben. Deswegen, ich hatte meinen Fallschirm mal schon gezündet. Ich hatte mich schon ausgebreitet. Dann ist mein Körper gegen Bäume geflogen. Mein Fallschirm ist aber abgerissen. Ja, so hat sich bei mir auch angefühlt. Also, ich wollte nicht ab. Wer hat den Sieg mehr verdient? Schreibt es rein in die Kommentare, Kev. Ich würde sagen, das war schon fast für diese Folge, oder war es viel zu kurz? Die war wirklich nur 6 Minuten lang, das ist wirklich sehr, sehr kurz. Dann machen wir noch ein bisschen weiter. Ich habe hier zwei Motorräder. Ja, pipapo, wo bist du? Ich habe hier zwei Motorräder gefunden. Au! Kev! Motorräder haben wir! Ja, eben! Also komm her! Wir können ja ein Wettrennen jetzt machen. Kopfgeld auf mich aufgesetzt! Komm rein! Wieso habe ich ein Kopfgeld auf meinem Kopf? Keine Ahnung, ich habe es nicht ausgesetzt. Die Person kann auch was aufsetzen. Wettrennen machen? Hä? Wir können ein Rennen machen. Nee, wir können eine andere Challenge noch machen. Weißt du, welche ich meine? So lange wie möglich auf der Autobahn fahren. So lange wie möglich mit Vollgas auf der Autobahn fahren. Auch ein Zuschauervorschlag. Danke dafür. Ach, die muss jetzt mal Bullen loswerden. Okay. Dann such schon mal die Autobahn und fahr dahin. Ja, ich fahr dir hinterher. Du kannst ja ungefähr zur Autobahn fahren. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich hab die Minimap gerade nicht im Kopf. Warte, oder? Wo ist die Autobahn? Ah, die ist ja schon gleich hier vorne. Ja, eben. Die beginnt hier ja gleich. Okay? Und der Vorschlag vom Zuschauer war dann, oder Zuschauerin, war dann so lange mit Vollgas auf der Autobahn fahren, also man darf nicht weniger Gas geben, ja? Man muss Vollgas geben, also nicht cheaten. Also man darf nicht so halb stark gedrückt durchhalten. Das habe ich vor allem erst letztens durch Zufall gemerkt, dass man auch verschieden stark drücken kann. Ich habe immer nur Vollgas gedrückt, weil ich dachte, das ist so wie Nintendo 64. Entweder man drückt den Knopf oder nicht. Und das war halt nicht so. Deswegen war Dena immer im Vorteil. Nichts gesagt. Nichts gesagt. Ja, ich weiß das ja nicht, dass man darauf nicht kommt. Man merkt es doch, wenn man irgendwie nicht so schnell fährt. So, hier rauf auf die Autobahn, ne? Und du weißt, im Gegenverkehr fahren, ne? Ja. Und mit Vollgas. Lass uns gleich irgendwo starten. Sind wir jetzt im Gegenverkehr? Nee, ne? Doch schon, aber es ist nicht die Autobahn. Wir müssen gleich nochmal irgendwie rechts fahren. Wir sind gerade nicht auf der Autobahn, definitiv. Das Geile ist, wenn du Vollgas fährst, du stirbst ja auch, wenn du jemanden rammst, ne? Ja, es sei denn, du ziehst einen Helm auf. Hä? Wie ziehst du einen Helm auf? Du musst einfach stehen bleiben, ein bisschen kurz. Und wo ist jetzt die Autobahn? Ja, hinter uns. Bleib mal stehen, Kev, und fahr mir nach. Ja, ich sag Attacke. Ja, vielleicht einfach einmal stehen, dass du auch einen Helm aufziehst. Helm?
Nee, du musst schon auf, steig auf. Und hier stehen bleiben einfach. Und dann kriegst du gleich deinen Helm. Wisst ihr? Yo! Helm! Sehr schön. So, also auf hier links, links, fahren wir hinterher. Okay, ich glaube, wir kommen leider nicht durch. Aber hier unten ist die Autobahn. Wir können hier aber. Wir waren da eigentlich schon in, bei der Auffahrt, aber sind ja, irgendwie wieder da vorbei. Da vorne ist links da, da vorne ist eine Treppe. Hier? Ja. Ja, aber hier kommen wir auch nicht zur Autobahn. Boah, aber wie schwer das ist. Rüberjumpen, Alter. Rüberjumpen mit Vollgas. Ey! Du musst da nicht. Fahr nicht mit Vollgas hoch, fahr nicht mit Vollgas hoch. Toll! Das geht gar nicht, das ist so eine Blocktreppe. Ich hab doch gesagt, nicht mit Vollgas hochfahren. Aber übelst langsam. Wer nicht hören will, muss halt fühlen, Kev. Übelst langsam. So, aber hier kommt man runter auf die Autobahn. Ja, genau, genau. Wir sind eine zu früh abgefahren. Ich würde sagen, wir starten hier, ne? Wir fahren direkt hier los. So. Okay. Also, Kev, wer schafft es länger ohne runterzufahren? Warte, jetzt kommt wieder ein anderer. Zwei wagemutige Helden. Motorradkünstler. Gamer aus Leidenschaft. Jetzt, wer kann es wirklich reißen? Ein absolutes Projekt, das einfach nur hirnrissig ist. Dena, wir sind krank. Wir sind verrückte Jungs, zwei verrückte Challenges in einer Folge. Und damit geht es gleich richtig los. Ich würde sagen, wir müssen mit Vollgas fahren. Ab 3, 2, 1, go! Vollgas, Kev! Okay, Kev, ich habe jetzt schon Angst. Ich wette, ich werde so schnell failen. Ich werde so schnell fahren. Rechts, 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 ne? Nicht runterfahren, nicht runterfahren. Auf der Autobahn, auf der Autobahn. Auf der Autobahn, nicht eine Abfahrt. Nein! Ha? Ja, ich fahr dir schon, fahr schon geduckt hinter dir her. Nein! Wir haben verloren! Wir haben verloren! Nochmal! Ich würde sagen, wir machen bis 3 immer, okay? Bis 3. Ja. Also ich hab schon mal einen Punkt. Ich versuch mutig zu fahren. Das ist mal übelst pussy, finde ich. Wenn man nur die freien Stellen, weil es übelst viele freie Stellen. Ja. Also, Kev. Also versuch auch ein bisschen zu riskieren, das versuche ich auch. Also Kev, man muss, es geht bis 3, bis, wer zuerst 3-mal runtergefallen ist, hat verloren, okay? Okay, aber auch versuch ein bisschen wagemutig zu sein. Ja, ja, nicht so ganz richtig gezeigt. Schlecht. Hä? Er hat Mittelfinger gezeigt. So ein Spacko, was will der denn? Kev, auf 3 geht es los. Also du hast schon ein Minuspunkt, also du hast schon einmal verloren. Okay, okay, aber mach bitte kein Ein Leben weg bei dir. 3, 2, 1, go! Ey, die Autos blockieren oder so. Okay, das zähl ich nochmal los. Nochmal los. Ey, Kev! Fein! Ich hab extra auf dich gewartet. Ja. Hä? Ja, ja, Kev. Ja, ja, die Autos dürfen nicht vorne stehen, das kann man ja nicht geradeaus fahren. Okay. So, mitnehmen. Und go! Alles klar, Abfahrt! Okay. Bist Abfahrt du okay, we're still rolling? Okay, 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 okay. Kev hat ein Leben schon verloren, aber bei mir läuft noch. Ja, Kev, du bist ein bisschen schneller als ich anscheinend. Das ist ja ein fieser! Ja, wir können auch tauschen, okay? Ja, vorbei. Kev, nach deinem nächsten Tod tauschen, also nach dem nächsten Tod kann auch meiner sein, ja, tauschen wir. Ich bin schon fast runtergefallen gerade. Ja, ich merke das so. Das ist gar nicht so einfach, Kev. Das Motorrad! Alter, wo haben die Spawn auch übertrieben? Spiel! Das ist besser als jedes Mal, wenn ich spiel! Nein! Aber du bist Pussy immer nur in der Mittelspur lang. Okay, wir tauschen. Wir tauschen. Was, ich mach wenigstens Slalom. Wo ist denn deins? Irgendwo vorne. Ich bin runtergefallen. Wo ist das? Ganz vorne hier. Ach, vorne, vor mir noch. Hier, guck. Ach, da vorne. Ich bin richtig geflogen. Ich bin schon fast tot. Also, ich bin auch fast tot. So, warte, einmal hier umdrehen. Mal anständig Slalomlauf hier. Also, okay, Kev, bist du bereit? Ah, go! Go! Und sofort rüber auf die andere Seite. Oh! Okay, Kev, ich hab voll Angst. Oh! Oh, das war knapp! Was tun da? Fuck! Nein, Kev, du hast mich überfahren, ich bin tot! Hab ich nicht mal. Nee, gar nicht gesehen! Mit dem Motorrad überfahren! Fuck! Mann, okay. Ich stehe auf jeden Fall bei deinem Motorrad. Ich stehe am Strand, ich kann es erstmal hochgelaufen. Mein Motorrad ist schwierig, ne? Ja, und vor allem, das war plötzlich nur noch eine Straße, also nur noch eine Spur oder so, ne? Das war weniger. Das war da vorhin wie breiter. Okay, es steht 2-1. Bis 3 geht es, so. Du musst noch mit meinem Ball. Wer ist erst 3-mal runtergefallen, ich hat verloren. Okay, was? Ich komm zu dir gelaufen. Ja, aber ich will nicht, dass es nicht spawnt, ne? Nee. So. Yeah! Lam dam da lam dam da lam dam dam.
Okay. Warte, ich muss an meinen Helm aufziehen, sonst sterbe ich ja wieder. Die Gasdusche. Hey, ekelhaft. Okay, los. Warte. Wow. Okay, warte. Auf die Plätze. Fertig. Go! Und voll. Wow. 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 Alter. Wow. Es ist voll wenig Platz hier. Das war richtig knapp, hey. Das war richtig knapp. Oh Gott! Nein! Man muss zum Slalom fahren! Nein! Kevin ist gestorben! Das ist der Sieg für den da! Sicher, das sind ja diese geriffelten Teile. Aber ja, die gehören ja eigentlich nicht mehr zum Gegenverkehr. Ja? Deswegen war ich mir nicht sicher, darf ich da jetzt drauf fahren oder nicht. Dann bin ich aber nicht drauf gefahren und direkt gestorben. Ich bin ein bisschen, weißt du, beim Ausweichen bin ich immer so kurz rüber. Jetzt nicht so. Naja, was? Aber natürlich muss. Was? Ich bin gestorben. Aber Dena, ich muss sagen, du hast gut gespielt. Deine Motorrad-Skills sind beachtenswert. Und ich würde dir gerne meinen Dank erweisen, wenn ich dich auch sehen würde hier in-game. Hier, ich komm her. Ich komm hergelaufen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja? Hey! Was ist denn? Was? 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 Nein! Ja! Und ich hatte nur noch 1%! Schneeberei Meister! Ja! Okay, liebe Jörg, das war's von der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann drückt ihr den Daumen nach oben und schreibt uns neue Challenges, die werde ich dann mit Kev zusammen machen. Rein in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao! Geil, Leute. Ciao, ciao!